Sanierungsarbeiten in der Wohnanlage St. Johannes. Die Häuser hier gehören der Wohnungsgenossenschaft Noris EG. Neubauprojekte dagegen sind selten geworden. Wir sind in 4 Jahren fertig. Das ist unsere letzte große Baumaßnahme. Und dann im Anschluss wird der Schwerpunkt sein, im Bereich der CO2 unsere Gebäude nachzurüsten, weil wir haben ja die Regelungen bis 2030 bzw. 2045 dann letztendlich klimaneutral zu werden. Also es wird sich nicht viel im Neubau tun. Über 2500 Wohnungen vermietet die Genossenschaft im Stadtgebiet. Dieses Jahr werden keine neuen Wohnungen hinzukommen. Gestiegene Baukosten, gesetzliche Vorschriften und Genehmigungszeiten. Es gibt viele Gründe, warum weniger gebaut wird. Das fängt von der Planung an über die eigentlichen Baukosten. Wir haben Kostensteigerungen zwischen 20% und 25%. Und wenn Sie das abbilden wollen in einer Rentierlichkeit, in einer Wirtschaftlichkeit, dann müssten Sie heutzutage Mieten verlangen von 16 Euro. Und das ist nicht machbar, damit das Ganze abbildbar ist. Klar ist, es muss etwas passieren. Nur was? Darüber herrscht keine Einigkeit. Es werden vor allem Luxuswohnungen gebaut. Und da können sie mehr verlangen. Ja. Und die Leute, die ein normales Einkommen haben, die stehen auf der Straße. Wenn du heute überlegen tust, allein in Nürnberg, sagen wir mal so eine Einzimmerwohnung oder zwei Zimmer, das sind leichte 700 oder 800 Euro. Man müsste das ein bisschen drosseln, regulieren. Ja? Diesen Immobilienmarkt, diesen brutalen. Ja? Mietpreisbremsen und sowas müssten eigentlich wegfallen, weil sonst baut ja keiner. Auch Markus Höhenberger hat eine Vorstellung, wie Neubauten wieder einfacher realisiert werden können. Bauen hat ja bereits funktioniert in den 50er und 60er Jahren. Wir haben in den 50er und 60er Jahren haben wir 100.000 Wohnungen im Jahr auf den Markt geworfen. Also und wenn man das vergleicht mit heute, dann wäre das umgesetzt ungefähr 300.000 Wohnungen. Also das funktioniert alles. Man muss bloß die richtigen Stellschrauben stellen. Das ist zum einen die Förderungen anpassen, zum anderen natürlich die Gesetzesnormen auf ein Normalmaß runterschrauben, was momentan nicht der Fall ist. Und die Baugenehmigungszeiten erheblich verkürzen. Am Ende sind die Mieterinnen und Mieter die Leidtragenden. Wer dringend eine Wohnung sucht und nicht fündig wird oder mehr als die Hälfte des Einkommens für die Miete ausgeben muss.